Gesangsscheine nach wie vor. Also wenn die Leute wirklich eine Zigarrenbox-Gitarre haben wollen, dann möchten sie gerne eine Moonshine von mir haben, in welcher Form auch immer. Ich sitze jetzt hier mit dem Arne Hübner und der wird uns jetzt mal erzählen, was er macht und wie man da überhaupt drauf kommt. Arne, grüß dich. Grüß dich, servus. Schön, dass du da bist. Erzähl doch mal ein bisschen über dich. Ja, also du hast ja schon gesagt, ich bin Arne, mittlerweile auch schon in die Jahre gekommen, 45 Jahre alt und habe verschiedenste Hobbys. Und unter anderem ist ein Hobby von mir, Zigarrenboxenkisten, Gitarren zu bauen. Ja, ja. Und wie bin ich darauf gekommen? Musik in der Schule hatte, glaube ich, jeder. Ich hatte einen Direktor, der hat uns Trompete beigebracht. Okay. Ja, also das wurde dann, im Prinzip konnte man nach der Schule in eine Arbeitsgemeinschaft gehen, freiwillig. Das war nachmittags bei uns und dann konnte man ein Musikinstrument lernen. Und der Direktor hatte angeboten Blasinstrumente, in dem Fall Trompete. Und da habe ich Trompete spielen gelernt. Dann der normale Werdegang, man macht eine Ausbildung, kommt ins Berufsleben, gründet eine Familie und so weiter. Und immer wieder war der Wunsch da, wieder selber Musik zu machen. Aber eine Trompete im Mietshaus ist, glaube ich, eher suboptimal. Da hat man schnell Freunde. Ja. Ja? Unangenehme Natur. Und als wir dann hier eingezogen sind in unserem Häuschen, war die Frage, und auch meine Tochter geboren wurde, war die Frage, ich würde gerne wieder Musikinstrument spielen, auch aus dem Grund, damit das Kind lernt, dass nicht nur Musik aus der Retorte kommt, sondern dass irgendeiner sich hinstellen muss und das auch machen muss. Und da ging die Diskussion los, Gitarre kaufen, ja, und da habe ich mich schlau gemacht, dann sagte der eine, was willst du denn spielen? Ja, ich würde gerne E-Gitarre, ja, dann musst du mindestens die kaufen, der nächste, nee, fang mit einer akustischen an. Ich sag mal, nach 14 Tagen wusste ich gar nichts mehr, weil mir jeder was anderes erzählte. Und da habe ich mir überlegt, oder beziehungsweise habe ein bisschen im Netz gegoogelt und bin auf verschiedene Videos aufmerksam geworden. Unter anderem, weiß nicht, ob du den Künstler kennst, ein ganz großer Künstler in Amerika, Justin Johnson heißt der. Ja. Der spielt hauptsächlich diese Roots-Instruments, wie er es bezeichnet, also Zigarren. Boxing-Gitarren. Aber auch ein Spaten mit Saiten, habe ich da schon gesehen, ja? Zum Beispiel, ja. Da gibt es die verrücktesten Dinge. Er hat auch Einseiter mit Keramikkörper, also die abgefahrensten Teile, die der da spielt. Das Video, was ich gesehen habe, war von seiner Welttour. Er ist nach Australien geflogen, aus dem Flieger raus und der erste Fan, sag ich mal, hat ihn gegriffen, hat gesagt, komm in meine Garage, wir bauen heute Diddley-Bow. Und der so, ja, ich bin zwar müde und da bauen wir jetzt ein Diddley-Bow. Und da habe ich mir gedacht, Moment, die machen da einen Besenstiel dran, da hinten kommt eine Zigarrenkiste drauf und ich meine, er kann ja nun wirklich gut spielen. Der klimpert da drauf und das hört sich auch noch gut an. Das glaub ich nicht. Das kann nicht sein. Ja. Ergo habe ich natürlich gesagt, okay, ich probiere das mal aus. Also bin ich los, habe mir ein bisschen Material organisiert, sollte jetzt auch nicht so viel kosten. Bin also in meinen Keller, habe mir ein altes Regalbrett genommen, habe das zugeschnitten, habe mir ein bisschen Sperrholz genommen. Und habe angefangen, eine Kiste zu bauen und habe da im Prinzip erstmal eine Latte dran gemacht. Das war das Erste. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Ich habe das erste Stück auch da, das ist auch unverkäuflich. Das ist nämlich dieses Teil hier. Das ist meine erste. Und die Kiste ist wirklich aus primitivsten Materialien entstanden, also der Korpus ist Sperrholz, altes Sperrholz aus diesen wunderschönen Türen, die man hier sieht. Der Hals ist ein Regalbrett einfach, also Leimbuche, den kann man auch im Baumarkt kaufen. Obendrauf habe ich nur Furnier geklebt und der Resonator ist in dem Fall der Deckel einer Keksdose, der ist abgeschliffen. Die Schalllöcher sind abgeschnitten von Lackdosen, das Oberteil, ich hatte leere Lackdosen und das ist im Prinzip der Deckel einer Lackdose, das ist ein Pfannenwender hier hinten dran, da habe ich nur den Stiel abgeschnitten, ja und bisschen verschönert, bisschen gebeizt, lackiert und fertig war meine erste Zigarrenboxengitarre. Da hat es mich gepackt, sage ich mal, weil natürlich versuchte ich dann auch erstmal zu spielen ein bisschen, das klappte jetzt nicht so toll. Aber das Baufieber hat mich definitiv gepackt. Wie klingt? Ziemlich Banjo-mäßig auch. Ja. Und das hat mich eben fasziniert. Und da habe ich gedacht, da musst du mal weitermachen, weil mal gucken, was aus den nächsten so rauskommt. Geil.
Das war der Anfang. So das war der Anfang, genau. Man sieht es auch, dass es semi-professionell alles gebaut. Hier vorne ist ganz primitiv wirklich eine Gewindestange eingebaut als Nut oder als Sattel. Der Hals oder die Kopfplatte ist falsch angeleimt, wenn man es genau nimmt. Die ist nämlich stumpf aufeinander geleimt noch. Ja. Ja, die hält im Prinzip nur mit dem Unterteil, damit die nicht wegbricht. Auch die Aufnahme von dem Hals, das ist alles nicht wirklich so, wie man eine Gitarre baut, wirklich. Also man sieht wirklich, ich habe da einfach drauf losgebastelt, hatte keine Ahnung, wie was funktioniert. Ja, und das ist letztendlich rausgekommen. Ich habe die da noch nachträglich elektrifiziert, da ist einfach nur, sind zwei Piezo-Tonabnehmer sitzen hier drin und die kann man spielen. Also die Auftragsgeschichte, 6 Saiten, Holobody, ja, die ist wirklich hohl innen drin, wie man sieht. Auch mit diesen Verstärkungen, wie eine akustische Gitarre das hat. Sie klingt auch einigermaßen. Im Auftrag für Amerika, die ist baue ich auf Bestellung, die befindet sich gerade im Bau, die ist jetzt lackiert. Und dazu passend ist dann der Hals. Hier ist der Hals zu der Gitarre. Und wie üblich, die Moonshine-Gitarren bei mir haben grundsätzlich einen Mahagoni eingelassen im Hals. Das ist so ein Markenzeichen von den Moonshine, mal abgesehen von dem, was ich wirklich drauf male, also ist handgemalt. Ist es wirklich so, dass das Griffbrett einen Mahagoni-Strich hat. In dem Fall hat auch die Kopfplatte noch Mahagoni abgesetzt und Mahagoni die Seitenwände. Und sonst belasse ich es eben bei den Naturfarben. Diese Gitarre bekommt jetzt noch die Malerei, die fehlt hier noch komplett, die da wie folgt aussieht. Die bekommt einen beigefarbenen Rand komplett. In den beigefarbenen Rand kommt eine dunkelbraune Linie. Dann kommt der Schriftzug Moonshine hier drauf. Auf die Rückseite kommt auch der Schriftzug Moonshine. Und auf dem Hals ist es so, die Marker für die Bundierung werden 3X. Da kommen 3X drauf. Die Saiten sind schon, die sind in diesem Fall in Gold, weil die ganze Moonshine Gitarren sind immer mit goldener Hardware bestückt. Hier oben kommt noch ein Schriftzug drauf und dann kommen goldene Mechaniken rein und dann habe ich wirklich 24 Karat Goldsaiten dafür. Wo gibt's die denn? Die kann man kaufen. Echt, ja? Ja, ich kann die Marke auch gleich zeigen, wenn es dich interessiert. Cool. Ja. Das ist ja cool. Ja. Und was kostet so eine Gitarre? Also diese Gitarre kostet 2000 Euro. Handgefertigt. So fix und fertig, wie sie dann ist. Da kommen dann noch die Pickups drauf, die Elektrik rein. Die ist dann wirklich spielfertig. Wie lange brauchst du für sowas? Ja, das kommt immer auf meine Zeit an. Ich habe es noch nicht zusammengerechnet. Also die habe ich im Januar begonnen. Wir haben jetzt den 1. Juli. Sie ist noch nicht fertig. Das hat aber andere Sachen. Also ich brauche für die ersten 6 Seiten, habe ich mal ausgerechnet, habe ich 250 Stunden gebraucht. Das ist schon ganz ordentlich, ja? Ja, ich bin da auch ziemlich akribisch, was so bestimmte Sachen angeht. Bei den ersten 6 Seiten ist es auch so, da habe ich die Pickups zum Beispiel ausgebaut aus dem alten Cover und habe neue Covers gebaut dafür. Ich habe selber Seitenhalterungen gebaut. Ich greife sehr wenig ins Regal, also nur für Dinge, die ich wirklich selber nicht produzieren kann, wie Mechaniken und solche Sachen. In dem Fall ist es wirklich so, weil der Kunde es haben wollte, einen gekauften Sattel. Normalerweise mache ich die Sattel auch selber aus Knochen. In dem Fall ist er gekauft, weil der Kunde explizit diesen Sattel haben wollte. Auch die Moonshine bekommt eine eigene Seitenaufnahme, auch in der Goldoptik. Das ist alles zueinander harmoniert und da geht dann eben die Zeit auch rein in diese Details. Was für Pickup baust du da ein? Was für Pickups? Ich verwende, wenn ich sagen darf, ich verwende nur von Elmar Zellhofer die Flat Pickups ausschließlich. Sowohl 6 Saiten als auch für die Zigarrenkisten. Es ist nur die ersten, die ich gebaut habe, wo ich die Pickups noch nicht kannte. Es waren entweder Piezo oder auch mal ein Single Coil. Habe ich verbaut. Wie kommt das, dass du nur die verwendest? Weil die schöner klingen für mich. Okay. Also für meinen Geschmack. Auf einer Zigarrenbox-Gitarre möchte ich ja weniger, sage ich mal, Metal spielen.
würde wahrscheinlich vom Stil her nicht so ganz passen. Und diese Flat Pickups, die klingen sehr weich. Und ich mag diesen weichen Ton. Ich bin nicht so für dieses helle, grelle, schreiende. Bin ich halt nicht so für. Ja, ja. Ja. Man kann die natürlich nachträglich umrüsten für die Leute, die da einen anderen Geschmack haben. Aber grundsätzlich werden sie ausgeliefert mit diesen Pickups. Cool. Und die Pickups, nur um die Pickups, um das abzuschließen, warum ich das auch tue, ist, die Pickups sind nämlich Handarbeit, was mir wieder sehr entgegenkommt. Also hier ist zum Beispiel ein Classic Pickup von Elmar. Der sieht so aus und das ist reine Handarbeit. Und ich unterstütze eben Leute, die auch wirklich Handarbeit verkaufen wollen. Ja, mit einer Nummer drauf, wann gebaut. Sehr geil. Und diese Leute unterstütze ich eben, weil ich eben auch Handarbeit verkaufe, unterstütze ich natürlich auch die Leute, die auch Handarbeit anbieten. Ja. Wie gehst du denn vor, wenn du anfängst, so eine Gitarre zu bauen? Oder? Also die Idee hast du von einer neuen Gitarre? Das erste, was man braucht, ist natürlich Material. Der unterschiedlichsten Güten und unterschiedlichen Hölzern natürlich. Also für eine Zigarrenbox braucht man eine Zigarrenbox, ganz klar. Hier ist eine Originale. Hier ist eine Nachbau-Zigarrenbox. Die ist etwas dicker und größer. Die hat natürlich mehr Volumen und klingt dementsprechend auch mehr. Dazu brauchen wir einen Hals. Normal wird, man kann einfach aus dem Baumarkt eine 2 cm x 4 cm Bogenleiste nehmen. Hier habe ich einen vorbereiteten Hals, das ist in dem Fall Esche. Und je nach Design braucht man natürlich eine Kopfplatte. Und die Kopfplatten bestehen bei mir immer oder häufig aus Leimbuche, die dann angeschnitten sind. Das sind 10 Grad Winkel, das wird dann im Prinzip so übereinander geleimt und dann hat man seine Kopfplatte. Die Kopfplatte wird designt letztendlich, so wie hier zum Beispiel, als im Les Paul Style. Die würde dann aufgeleimt und man hätte seinen Style, den man haben möchte. Und wenn das verleimt ist, das Ganze, sähe das dann so aus. Das ist jetzt eine Buchenleiste in dem Fall, mit einer Leimbuche hinten und oben drauf Kirsche. Und da zum Schluss käme dann das Griffbrett. Das Griffbrett würde jetzt im Prinzip hier oben drauf geleimt. Und dann hat man seinen anfänglichen Gitarrenhals, den man dann einschneidet für die Bundstäbchen und weiter bearbeitet natürlich, Rundfalt und so weiter. Und wenn man das alles gemacht hat, mit Verstärkung und so weiter, dann kommt man letztendlich zu diesem Ergebnis. Und anhand dieses Beispiels zeige ich euch nun, wie man quasi die Endmontage macht. Also hier beginnen wir jetzt die Mechaniken einzubauen und anschließend leimen wir den Hals in die Box. Und dann wollen wir hinterher mal gucken, was da Schönes bei rauskommt. So, dann leihen wir das Ding jetzt ein.
Sieht gut aus. Das muss ich jetzt erstmal anziehen. Wo kann man dich denn finden, wenn man so eine Gitarre haben möchte? Ja, also ich mache keine Werbung. Also auf Facebook kann man immer wieder gucken, was ich so baue und was ich auch zum Verkauf stelle. Da findet man eigentlich das meiste. Ich habe jetzt keine eigene Seite, also wenn jemand was haben möchte, ich habe eine Seite von meinem Pinstripe, da findet man mich unter www.king-custom-art.de. Da sind auch die Kontaktdaten, da kann man mich gerne auch ansprechen wegen der Gitarre, aber sonst ist es meistens Mundpropaganda. Ja, ja, ja. Ja, also die großen Künstler, du warst ja selber bei Mickey, ich habe für Mickey eine Gitarre gebaut, ich habe für Justin Johnson schon eine Gitarre gebaut, ich habe jetzt eine weitere gebaut, die in Amerika gelandet ist. Ich habe jetzt zwei Aufträge aktuell aus Amerika, die ich baue. Und 90% der Gitarren geht wirklich nach Übersee. Also da scheine ich bekannter zu sein wie in Deutschland. Du machst wirklich nur Custom? Ich mache nur Custom, genau. Ja. Cool. Und wenn du mich ein bisschen verfolgt hast, ich bin ja, also die lachen ja alle schon über mich mehr oder weniger, die Szene, ich bin ja Mr. Moonshine, ne? Nach wie vor. Also wenn die Leute wirklich eine Zigarrenbox-Gitarre haben wollen, dann möchten sie gerne eine Moonshine von mir haben, in welcher Form auch immer. Ob jetzt als Kastenform, also Zigarrenbox-Gitarre, oder eben üblicherweise als normal geschwungenen Korpus der Gitarre. Die Leute wollen wirklich, die fragen immer nach einer Moonshine. Das hat aber auch mit Justin Johnson zu tun, der hat nämlich eine gekauft, eine Moonshine von mir. Ja, und dadurch, dass die eben publik gemacht wurde übers Video, fragen die Leute halt danach. Ja. Also ich beschließe meine Serie jetzt ab. Ich habe jetzt eine vier Seiten gebaut mit einem Holobody, richtig. Zigarrenbox habe ich gebaut und ich baue jetzt eine sechs Seiten, auch im Auftrag. Und damit schließe ich dann die Serie ab. Also mehr Typen wird es da nicht geben. Von. Wie viel gibt es davon jetzt? Dann gibt es drei. Weltweit? Weltweit. Das war's. Nein, ich würde schon nachbauen, aber ich würde keine anderen Typen mehr bauen. Ach so, okay. Ja, also ich würde jetzt kein Brett bauen oder solche Geschichten. Ja, also ich baue sechs Seiten als Holobody, eine vier Seiten als Holobody oder eben eine vier Seiten oder drei Seiten, wenn es gewünscht ist, als Zigarrenbox. Also halt. Ja, lass uns mal zu unserem guten Stück kommen, würde ich sagen. Ja. Wollen wir mal gucken, ob der Hals fest ist. So, das sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Wir müssen noch ein bisschen sauber machen, das ganze Stück. Der Hals ist noch mit drin. Den gleichen. So, damit du weißt, worauf ich wirklich mein Augenmerk lege, würde ich dich gerne mal bitten, lieber Stefan, nimm sie mal in die Hand, weil die ist nämlich wirklich nur geschliffen und geölt. Und ich würde mal ganz gerne deine Meinung wissen. Und dann weißt du auch, wo die Zeit hingeht. Ja. Sanft wie ein Babypopo. Und wenn du sie ins Licht hältst, ich weiß nicht, ob es jetzt bei dem Ding ist, dann glänzt es auch leicht. Das wird die Kamera vielleicht nicht ganz einfangen können. Aber da geht dann eben meine Zeit rein. Also der Hals wird geschliffen oder der ist auch per Hand geformt. Der wird am Anfang mit einer Raspel bearbeitet, damit ich die grobe Form bekomme. Dann kommt 60er Schleifpapier, dann kommt 240er Schleifpapier
dann kommt 320er Schleifpapier, dann kommt 400er, zum Schluss eine kommt Stahlwolle und dann schleife ich nochmal mit einem Schleifvlies und dann wird geölt, lackiert oder wie auch immer. Was nutzt du da für Öl? In dem Fall habe ich Firnisöl genommen. Das ist jetzt nur reines Firnisöl. Sehr cool. Es gibt unterschiedliche Sachen. Die eine habe ich auch mal mit einer Lasur gemacht. Die, wie gesagt, ist komplett lackiert jetzt. Die 6 Seiten, die wir eben gesehen haben. Das ist immer, kommt immer drauf an, was der Kunde auch haben möchte. In dem Fall wollte das Natur haben, dann öle ich die Sachen auch nur. Gut, ja, machen wir weiter. Was ich auch immer mache, ich mache immer, das ist natürlich ein bisschen Fummelei, aber ich mache immer Federn drunter hier, unter die Flat Pickups, ja, damit man die Höhe verstellen kann. Bei mir sind die nämlich, sonst liegen die zu weit unten und da hast du nämlich das Phänomen, dass die zu leise sind. Und die Pickups sind handgebaut? Die sind handgewickelt. Hast du mit dem Deal irgendwie oder? Ich habe den übers Netz kennengelernt. Der hat eine ganz offizielle Seite, Flat Pub mit P-O-P geschrieben. Heißen die original-flatpub.com. Ja. Und na, die sind zum Beispiel auch bei Justin Johnson auf seinem auf seiner Spatengitarre. Die hat er auch er gebaut. Made in Germany? Made in Wien, in Austria. Cool. Also ein europäisches Produkt, wenn man ja, so will. Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, was du für Seiten ausgibst. Aber der Satz hat, glaube ich, 48 Euro gekostet oder so. 24 Karat Gold. Da war ich schon not amused. Da sollte man die auch noch richtig rum positionieren. Ne? Da, wo die dicke Seite reinkommt, ist nämlich auch ein dickes Loch. So, wie immer, fliegende Brücke. Faszinierend. Thank you.
Okay.